Hi Leute, hier ist wieder euer Dennis the Ripper, passend zum Basketballstart. Und zum Ende der Vorbereitungsspiele habe ich euch meine erste Optik-Box mitgebracht. Das ist die Fast Break Optik Donruss Box, aus der wir heute eine LaMelo Autograph ziehen werden oder irgendwas anderes Cooles. Wir haben 18 Inserts auf Prism Parallels drin, genau das. Auto ist Fast Break Exclusive und es gibt weitere Fast Break Exclusives in der Box drin. Ja, bin mega gespannt, freue mich mega auf die Box. Würde einfach mal direkt reinsteigen. Achso, zwei Karten habe ich mitgebracht. Sind meine einzigen Optikkarten bisher, die ich von dieser Saison oder von der letzten Saison habe. Sind ja noch die Spieler von der letzten Saison. Die neuen Spieler sind noch nicht dabei. Malachi Flynn in der Base-Variante. Und Tyler Hero, der eine Mega-Performance in den Vorbereitungsspielen abgelegt hat und auch zufälligerweise in meinem Fantasy-Basketball-Team enthalten ist. Habt ihr sicherlich mitbekommen, spiele bei Rickman Rips in der Fantasy-Basketball-Liga mit. Ja, auch da freue ich mich schon mega, dass es losgeht. Leute, zieht euch warm an. Die South Beach Heatles sind am Start. So, Box ist auch am Start. Wir holen mal die Packs aus. Who do you collect? Ja, nur eine Box am Start. Keine zwei zum Vergleich. Teuer genug das Ding. Die Box kommt von Trace & Chase, kam im Ultra Speedy Delivery Service. Nochmal besten Dank an die Jungs. Wirklich ein geiler Shop. Gibt es nichts zu meckern. Genau, ansonsten glaube 450 oder so kostet die Box. Bin mir nicht ganz sicher. Ich steige einfach mal ein. Los geht's. Janis. Ah, so rum haben wir's. Luca. James Harden. Unser erstes Stargazing, Chris Paul. Base-Variante, keine Holo. Und der Rated Rookie ist Jordan Nwora. So, jetzt wird's shiny, unsere erste Fastbreak-Karte. Yusuf Nurkic. Trae Young. Paul Millsap, Fast Break, Timberwolves, kein Rated Rookie, wäre zu schön gewesen. Karl Anthony Towns, Cat und einmal Boston Celtics, Aaron Naismith als Rookie. Genau, ihr seht nochmal die Fast Break Karte, ziemlich cool. Ja, Centering, ihr wisst, Qualitätsissues. Bei der Optik-Serie relativ groß. Centering ist ganz okay. Ihr seht hier seitlich, sieht das nicht ganz so gut aus. Aber ist noch in Ordnung. Genau, solange hier keine Mega-Scratches drauf sind. Und bisher sieht das ziemlich gut aus. Ich hoffe, das hält sich auch so. Jetzt kommt unsere erste Holo. Buddy Hield. Die Andre Hunter. Damian Lillard. Kemba Walker in der Holo. Und unser Rated Rookie ist Robert Woodard. Ja, wäre zu schön gewesen, ja auch gleich einen Halliburton hier rauszuschmeißen. Aber wir fangen ja erst an. Wir wollen ja nicht zu viel verlangen. Insofern. Wenn die Karten am Anfang schlechter sind, ist das Autograph vielleicht besser. So, jetzt geht's hier rot weiter. Farben der Kings sind auch wieder vertreten. Einmal Marcus Smart. Alex Caruso. Aaron Gordon. Mavs. Luca. Komm schon, komm schon, komm schon. Rated Rookie ist auch nice. Tyler Terry. Tyler Terry,
Schauen gleich mal. Und Tyrese Halliburton ist auch am Start. So, das ist doch mal mega, freue ich mich. Centering sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Surface Optik hier, also hier ist wirklich, ich würde sagen, die Karte sieht richtig, richtig gut aus. Die sleeve ich gleich mal. Die Terry ist auf 85. Das heißt, es ist die 43 von 85. Ja, die beiden sind auf jeden Fall hier unsere ersten Hits und verdienen es auf jeden Fall aufgestellt zu werden. Nice, freue ich mich. Die Halliburton finde ich geil. Mag Halliburton insgesamt auch sehr. Und hier die Terry nochmal für euch mega cool. Fast Break, sehr shiny. Weiter geht's. Jetzt geht's gut an. Gern mehr davon. So, jetzt habe ich zu viel über Shiny gesprochen. Das endet jetzt hier. Montrezl Harrell, Lou Williams, Darius Garland und Dominators, Elite Dominators, Kyrie Irving, Rated Rookie, Kenyon Martin. Shiny Spec, Fast Break, LaMarcus Aldridge, Rudy Gobert, Bogdan Bogdanovic, Timberwolves, da verliere ich immer direkt die Nerven. Rated Rookie, komm schon, Rated Rookie. Komm schon, Ant-Man. Na, okay. Ich will mich nicht über Jaden McDaniels beschweren, deswegen reg ich mich nicht auf. Die Karte ist cool. Jaden McDaniels ist cool. Es ist leider nicht Ant-Man, was natürlich der Ober-Ober-Banger gewesen wäre. Es ist Jaden McDaniels, aber die ist auch cool. Komm, Leute, die nehmen wir. Boah, die Karte ist, die sehen brutal geil aus. Mega cool, die sleeve ich gleich. Und dann haben wir noch Denver Nuggets. So, mit Sieg Nagy, der das Ganze abschließt. Jaden McDaniels braucht auf jeden Fall auch einen Aufsteller und kommt hier in die Mitte. Boah, Karte ist geil. Ah, so knapp am Ant-Man vorbei. Vielleicht schaut er noch vorbei. Ist in meinem Fantasy Basketball-Team auf jeden Fall enthalten. Also, Edwards, lass mich nicht hängen. Schau noch mal vorbei. Farben hinten sehen auf jeden Fall nach den Hornets aus. Lauri Markkanen. Aber da kennen wir ja, wissen wir, dass da das ein oder andere uns erwarten kann, was eben nicht LaMelo Ball ist. John Collins. Querformat. Reigning Threes. Joe Harris. Brooklyn. Rated Rookie. Natürlich, Vernon Carey Jr. Ihr habt es vermutlich erwartet. Lasst euch nicht hängen, Leute. Ziehe die Karten, die ihr sehen wollt. Vernon Carey Jr. Auf geht's. Auf, dass wir Nick Richards auch noch ziehen. So, ihr seht's blau im Hintergrund aus. Nick Shiny, Josh Richardson. Kellen Johnson, Daniel House Jr., ah, doch Shiny, habe ich nicht gesehen, Fast Break, OKC, Poku vielleicht, Rated Rookie, let's see, no, ah, es war so klar, Al Horford, ja, die Karten sind geil. Disco-Feeling, würde ich sagen. Killian Hayes, Pistons. Mein Base-Stapel rutscht mir hier die ganze Zeit zur Seite. Ich packe den mal schon mal hier nach hinten. Ah, komm, wir brauchen einen guten Hit. Oder, wie gesagt, oder das Autograph lässt uns nicht hängen. Gar nicht shiny.
Dante DiVincenzo, Cody Zeller, PJ Washington Jr., Stargazing wieder? Nee, Lights Out, Devin Booker, nicht Holo in der Base-Variante, und Rated Rookie Elijah Hughes. Ja, bisher unsere drei Hits, Tyree Terry Numbered, Jaden McDaniels und Tyrese Halliburton. Wir haben noch, lass mich das einmal drehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Packs. Auf geht's, erste Hälfte ist vorbei. Autograph war noch nicht dabei. Das kommt noch. Unser Lamello Autograph kommt noch und Ant-Man kommt auch noch. Also, ihr bleibt dran. Es wird rot, Joel Embiid, Jason Tatum, Blake Griffin, ah, die ist wieder andersrum, glaube ich. Ich glaube, es war schon wieder Timberwolves. Ah. Es ist wieder Timberwolves, es ist nicht Ant-Man, es ist D'Angelo Russell. Auch cool. Schauen wir uns gleich an, jetzt Timberwolves. Auf ein neues. Sieht gut aus, Leute, da ist er. Ant-Man ist am Start. Nehme ich sehr gerne, auch wenn er nicht in der Fastbreak-Variante da ist. Es ist auf jeden Fall eine Timberwolves-Box. So, auch D'Angelo Russell ist auf 85, ist die 46 von 85. Die beiden werden gesleeved. Und der Ant-Man, tja, der legt sich hier vorne hin. Oder ich hole mal, ob ich guck noch mal, ob ich noch einen Aufsteller habe. Zwei habe ich, glaube ich, noch. Nice Box, nice Box. Und auf jeden Fall die Timberwolves Box. So viel ist sicher. Gut was dabei. Gut was dabei. Natürlich will man idealtypisch noch einen richtigen Banger landen. Eine Holo-Variante von den Top-Rookies. Let's see, was hier noch kommt. Auf jeden Fall gefällt mir die Box. So viel ist sicher. Das ist keine Schrottbox. Endlich mal keine Schrottbox. Zu viel schwache Karten in letzter Zeit gehabt. Brandon Ingram, Fred Van Fleet. So, jetzt wird es, glaube ich, wieder nicht shiny in dem Teil. Elite Dominators, Luka Doncic, nehmen wir auch. Jede Luka-Karte ist eine gute Karte. Und Cassius Stanley. Autograph ist immer noch nicht dabei gewesen. Jetzt wird's shiny. Jetzt wird's mega shiny. Ah, ich glaube, es ist. Man kann hier, glaube ich, immer schon sehen, dass es. Ah, entweder steht es verkehrt rum, dann könnte es auch eine Rated Rookie sein. Ansonsten genau stehen die Base immer ein bisschen mittiger. Hier die Farbstriche. Jaren Jackson. Kevin Knox. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die verkehrt rum steht. Und dass wir Nick Richards kriegen. Rated Rookie. Hornets Colors. Ja, Mann! LaMelo Ball. Ja, Leute, wie geil ist das denn, ey? Mega, okay, das Centering ist scheiße. Ah, hier links seht ihr das. Zu dem hier rechts, aber. Ah, okay. Ich weiß, man muss erst durch einen Teil der Tränen gehen, man muss erst viel Mist ziehen, bevor man wieder was Gutes zieht. Oh mein Gott. Was eine geile Karte. Die wird auf jeden Fall direkt. Ah. LaMelo. Das macht mich glücklich, wie ihr euch vorstellen könnt. Ah, geil. Komm, ich hole sie noch einmal nach vorne. Ich habe euch gesagt, LaMelo. Ich habe es euch gesagt. Eigentlich das Autograph, aber vielleicht habt ihr es noch. Ant-Man da, Halliburton da, LaMelo da. Mega Box. Jetzt vielleicht noch eine Holo von einem nicen Rookie oder ein geiles Auto. Danke, Trace and Chase, übrigens. Danke, Trace and Chase. Donovan Mitchell,
Bradley Beal. Ich hau euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Könnt ihr da mal im Shop gucken. Haben wir mal ziemlich coole Sachen und ziemlich schnell in der Delivery versenden mit DHL Express. Geht super schnell. Sobald die Sachen rauskommen, verschicken die Jungs das gleich. Wirklich richtig geil. Ach, ich kann gar nicht mehr so richtig mich konzentrieren. Theo Maledon, auch den nehmen wir. Chase and Chase, was wollte ich noch sagen? Ach, ich weiß es nicht. Ja, lasst gerne ein Like da, ob euch das Video gefallen hat. Ich gehe stark davon aus. Schreibt mir in die Comments, wie euch die Box gefallen hat. Und vor allen Dingen abonniert den Channel. Das ist das Wichtigste, denn je mehr Abos drauf sind, desto mehr kann ich hier auch machen und bewegen. Freue mich natürlich über jeden, der einschaltet. Dwight Powell, Paul George, Zach LaVine, der auch, glaube ich, dieses Jahr seinen Durchbruch haben wird. Auch ziemlich coole Kollegen am Start hat. Ich glaube, die ist wieder gedreht. In Chicago geht richtig was mit Vucevic und DeMar DeRozan. Das ist er schon. Die Teamkollegen zusammen. DeMar DeRozan. Und jetzt haben wir noch eine Rated Rookie, Danny Avdija, Washington Wizards. Auch die ist cool. Die nehmen wir. Okay. Ja, ist das die Auto? Weiß ich nicht genau. Tyler Hero. Wir gucken mal, wenn das das Auto ist, legen wir es auf jeden Fall zur Seite. Es scheint so. Ich pack's mal zur Seite. Oysters, Russell Westbrook und Jamias Ramsey. Gibt es noch irgendwas, was wir ziehen können? Wiseman. Ja, warum nicht, ne? Wenn Optik eh schon so gönnt, dann nehmen wir doch die auch noch. Purple kommt jetzt. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Sekou. Domboja, Anthony Davis, ich ziehe mal die Base, die Rookie von hinten erstmal. Rated Rookie, Sadiq Bey, Junge, also wirklich, die Box gönnt richtig. Ich gehe wieder davon aus, dass die Karte falsch rum steht. Ja, steht sie, es ist kein Rookie. Aber es ist Jimmy Buckets. Ja, Mann. Heat nehme ich natürlich gern. Die Heatles sind am Start. Jimmy ist numbered auf 95. Ah, geile Karte. Richtig, richtig cool. Die in Red wäre natürlich ein guter Color Match gewesen. Aber Jimmy nehme ich auch in Purple. Yep. Jimmy ist am Start. Na, oh, Jimmy, komm. Jimmy kriegt hier auf jeden Fall D'Angelo's Platz. Gehört eigentlich auf den Thron, der Mann. Aber zwei Packs noch und unser Auto. Das sieht sehr blau aus bei dem Autograph. Keine Ahnung, was das bedeutet. Hier kommt nochmal eine Fastbreak. Mitchell Robinson. D'Angelo Russell. Draymond Green. Wir ziehen erst wieder von hinten. Wie eben. Rated Rookie. Malachi Flynn. Kein Rookie. Elite Dominators. Russell Westbrook. Ja, coole Karte. Wer auf Russ steht. Und vor allem jetzt auf die Lakers. So. Letztes Pack. Dann das Autograph noch. Dann sind wir durch. Ich hoffe, ich habe es nicht zu lang gemacht. Ich weiß, das Video ist ziemlich lang geworden. Aber ja, ich muss das ein bisschen ausreizen. Terry Rozier, Zach Collins, letzte Karte und dann wieder unsere Fastbreak. Patrick Williams, hier seht ihr, wovon ich spreche. Ihr seht den Punkt auf der Karte, ne? Ja, das ist ein bisschen Qualitätsissues, aber es gab viel schlimmere Karten. Teilweise ist das Centering so bad. Hawks. Rajan Rondo. Die von Trae Young nochmal. Die hätte ich nochmal gern genommen. Okay, letzte Karte. Auto. Ich glaube, ich muss mal gucken. So rum.
Können wir das machen? Auf geht's. Drück noch einmal die Daumen. Wie gesagt, Farbe Blau ist über allem. Nick Roberts wollte ich sagen, weil ich doch hier Hornets sehe. Ich habe keine Ahnung. Nick Richards. Ach, ja, natürlich Nick Richards. Nick Roberts. Oh mein Gott. Leute, Nick Richards darf nicht fehlen. Wir haben auch Nick Richards am Start. Ja, mit seinem Bruder von den Hornets, LaMelo Ball. Leider hätten die swappen sollen. Also können wir den irgendwie auf die Auto draufkriegen? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja, wir haben auch Nick Richards am Start. Jetzt fallen die Kollegen hier hinten alle runter. Moment, ich pack das gleich wieder zusammen. Ich sleeve ihn einmal ein. Ich mache eine Summary für euch. Was eine geile Box. Sortiere die Karten. Wow, 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 wow. Richtig geil. Also, Nick Richards nehmen wir natürlich an. Ist nicht der Hit, den wir haben wollten, aber da war genug drin. Malachi Flynn, Sadiq Bey, Jamias Ramsey, Danny Avdija, Theo Maledon, RJ Hampton, Cassius Stanley, Elijah Hughes, Killian Hayes, Vernon Carey Jr., Zeke Nnaji, Kenyon Martin Jr., Robert Woodard der Zweite, Aaron Nesmith, Jordan Nwora, Mitte, Rajon Rondo, Russell Westbrook, Elite Dominators, Oysters, Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Seth Curry, Reigning Threes, Elite Dominators, Luka Doncic, Lights Out, Devin Booker, Al Horford, Reigning Threes, Joe Howard, Elite Dominators, Kyrie Irving, Holo, Kemba Walker, Karl Anthony Towns, Fast Breaks, Stargazing, Chris Paul. Und jetzt kommen wir zu unseren Highlights. Ich sortiere hier einmal die Kollegen vor. Ja, natürlich. Der kommt natürlich ganz nach vorne hier, der Kollege. Moment, der nicht. Der kommt hier hinter. Also, unser Mega-Banger ist Nick Richards nicht. Unser Mega-Banger ist LaMelo Ball. Fast Break. Rated Rookie. Danke, Trace and Chase. Danke, Panini. Dazu der Ant-Man. Dazu Tyrese Halliburton. Jaden McDaniels. Jimmy Buckets, numbered auf 95. Tyree Terry, numbered auf 85. D'Angelo Russell, numbered auf 85. Das war's, Leute. Ich bin durch. Schaut euch noch ein bisschen Mello an. Ich hoffe, euch hat die Box gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, erstellt euch einen YouTube-Account. Wenn ihr inspiriert seid, startet gern selbst durch mit eurem Channel. Die Community kann es gebrauchen. Ansonsten folgt mir auf Instagram. Dort gebe ich euch ein Update über neueste Videos und dort werde ich euch auch ein Update geben zu dem kommenden Gewinnspiel. Ihr wisst, über 100 YouTube-Abonnenten und demnächst über 500 Instagram-Abonnenten. Und ich gebe euch nur ein Stichwort und das ist Cherry. Ich freue mich auf das Gewinnspiel, freue mich auf eure Comments. Ich bin erstmal raus, euer Dennis Ripper. Ciao.